Ja, dann kannst du mir doch erzählen, für wen der Baum ist. Ja, für meine Schwester, die sich 1983 umgebracht hat und nie eine richtige Trauerfeier hatte und jetzt hier eine Erinnerung haben soll. Und weshalb denkst du, dass so ein Tree of Memory, warum das genau das Richtige ist? Weil sie auch sehr von Natur verbunden war und ist auch was Lebendiges ist. Es ist ein lebendiges Zeichen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das hier machen und dass wir an so einem wirklich schönen ausgesuchten Platz diese Möglichkeit bekommen, ein Tree of Memory aufzustellen. Und Sie haben ja jetzt gerade verraten, dass Sie große Pläne haben. Ja, sehr gerne. Also, wir freuen uns, dass wir hier einen Platz bieten können für einen solchen Baum und für das Gedenken, für die Angehörigen, ja, einen Standort, einen Platz bieten können, zu gedenken. Vor haben wir, dass wir den Baum nicht nur pflanzen und in der Rasenfläche stehen lassen, sondern auch mit einer kleinen Staudenpflanzung umgeben, Bodendeckerstauden umgeben, umpflanzen, einen Ring aus Steinen setzen und auch eine kleine Pflasterfläche bieten, auf der dann ein Kranz, ein Strauß, ein Blümchen, ein Stein abgelegt werden kann, um ein Zeichen des Denkens, des Andenkens dort ablegen zu können. Das ist der Plan und ich hoffe, dass wir das im Frühjahr jetzt umgesetzt bekommen. Im Team in der Eigenleistung und die Kollegen unterstützen das hervorragend, wir ja jetzt auch und wir gemeinsam an dieser Stelle da was Schönes schaffen können für die Zukunft. Super, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. So, das ist unser Kästchen, das wir immer den Angehörigen schicken und hier können dann einfach Erinnerungsstücke reinkommen oder auch gute Gedanken oder Briefe zum Abschied oder zum Neubeginn, wie man sieht. Eine Mutter hat mal zu mir gesagt, dass wir mit einem Suizid lebenslänglich bekommen haben. Und leider ist das in der Regel auch tatsächlich richtig. Und für dich, ja, trifft es eigentlich fast auch zu. Deine Schwester Heike hat sich vor 38 Jahren das Leben genommen und manchmal fühlt es sich immer noch so an, als ob es erst 2 Monate her sei. Man denkt daran, man spricht darüber, man bricht auch nach 38 Jahren noch in Tränen manchmal aus und das ist etwas, was wir Hinterbliebene kaum abgelegt bekommen. Also auch ich kenne das Gefühl von mir. Es gibt Tage, da kann ich über meinen Partner sprechen und es gibt Tage, da kommen mir sofort die Tränen und es geht gar nicht. Damals, vor 38 Jahren, da gab es noch nicht mal eine adäquate Behandlung für Menschen, die depressiv waren, die suizidal waren. Es gab auch lange nicht so viele Psychologen wie heute, auch kein so ein großes Angebot. Man saß verkabelt beim Psychiater und hat irgendwelche Pillen bekommen und man kannte noch nicht mal so richtig dieses Wort depressiv zu sein. Damals hatte man eher so die schwermütige Tante, die an der Flasche hing. Und es war definitiv ein Thema, was auch immer unter den Tisch gekehrt worden ist. Auch damals, und das ging noch auch selbst vor 10, 15 Jahren war das noch so der Fall, haben mitunter Menschen, die sich das Leben genommen haben, auch gar keinen würdigen Bestattungsplatz bekommen. Und selbst die Bestattung an sich wurde im Geheimen abgewickelt, wurde ganz schnell, wurde man verscharrt, mehr oder weniger. Sehr oft waren noch nicht mal Priester dabei und wenn man noch ein Stück früher zurückgeht, da wurden Suizidenten noch nicht mal auf dem Friedhof beerdigt, sondern sogar außerhalb der Stadt. Also wir hatten das vorhin in Berlin, gibt es den sogenannten Schandacker im noblen Berlin-Grunewald an der Spree gelegen. Da sind
sozusagen im 18., 19. Jahrhundert, die ganzen Suizidenten sind da dann immer von der Spree angespült worden und seitdem ist das der Friedhof, wo Menschen quasi, die sich das Leben genommen haben, auch beerdigt werden. Und Gott sei Dank sind diese Zeiten eigentlich vorbei und man bekommt einen entsprechenden Beistand. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass man als Hinterbliebener von einem Suizid, als Familie auch stigmatisiert wird, nach wie vor in der Gesellschaft. Man bekommt Schuld zugeworfen, man wird in die Verantwortung genommen und man verliert mitunter auch Freunde und Verwandte, die den Kontakt abbrechen und nach einem Suizid verändert sich das Leben mitunter sehr dramatisch für alle Beteiligten und letztendlich auch für alle Nichtbeteiligten. Und auch der Mensch, der sich selbst das Leben genommen hat, wird eigentlich mit dem Begriff des Selbstmörders, der ja nach wie vor noch oft benutzt wird, eigentlich auch stigmatisiert, weil der Mord ist ja kennzeichnend durch Heimtücke, Hinterlist, niedere Beweggründe. Das trifft für einen Suizid eigentlich nicht zu. Und auch deshalb sagen wir vom Verein sehr oft, es muss einfach Suizid heißen oder ganz neutral Selbsttötung, um auch den Menschen auch dadurch ein Stück mehr Würde wiederzugeben. Du hast mir erzählt, dass du über 45 Jahre im Prinzip selbst um dein Leben gekämpft hast und deine Geburtstage vor allem dadurch geprägt waren, dass du wieder ein Jahr überlebt hast in diesem ganzen mentalen und psychischen Drama, in dem du dich gefunden hast und dass du eigentlich für dich auch immer hast kämpfen müssen. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Hinterbliebene kennen. Und kämpfen heißt einfach nicht nur gegen ein schlechtes Gefühl anzugehen, sondern dass tatsächlich auch selbst Suizidgedanken hochkommen, dass man dagegen angehen muss. Und du hast mir gesagt, du hast für dich bestimmt, dass du deiner Schwester nicht folgen wirst, ja, obwohl es ganz viele Rahmenbedingungen gibt, die alles sehr schwierig gemacht haben, auch für dich. Heute soll auf jeden Fall mit diesem Zirkelbaum, würde ich sozusagen gerne auch eine Wendung für dich, oder ich hoffe, dass es eine Wendung bringen wird, weil so ein Baum der Erinnerung soll eben nicht an den Suizid erinnern, sondern vor allem an den Menschen, der dahinter steckt, ja, der es letztendlich nicht geschafft hat. Ja. Und so ein Baum der Erinnerung steht nicht nur für diesen Menschen, sondern er steht auch für eine Familie, die da davon betroffen ist. Er steht da dafür, dass die Gesellschaft sensibilisiert werden soll, eben Hinterbliebene von Suiziden nicht weiter zu stigmatisieren und sie mit Schuld zu bewerfen, sondern den Menschen Mitgefühl entgegenzubringen und auch Respekt und ihnen auch Hilfe angedeihen lassen soll. Und dann steht natürlich so ein Baum auch für jede Beziehung ja zu diesem Menschen, die egal ob als Geschwisterkind oder eben auch als Kind letztendlich oder auch als Partner, jede Beziehung hat mal ganz klein angefangen und wie so ein Baum, der auch ganz klein angefangen hat, wird sie mit dem Alter in der Regel immer schöner, immer mächtiger, immer ausladender in ihrer Krone und verankert ihre Wurzeln tief und deshalb ist es auch ein schönes Zeichen für die Beziehung zu einem Menschen, die auch durch den Tod nicht beendet ist, weil sonst würden wir heute nicht weinen. Das ist nicht nur Egoismus, ja, sondern da steckt ganz viel Liebe drin und deshalb ist jeder einzelne Baum ein Zeichen der Liebe und der Wertschätzung für diesen Menschen. Und jeder Baum wird ja, es soll ja später, wenn ich irgendwann mal fertig bin damit, ein Ring um die Erde gepflanzt sein
Und der Ring eben als Symbol der Freundschaft, ja, als Symbol der Unendlichkeit. Das Leben ist unendlich, die Liebe ist ebenfalls unendlich. Und von dem her passt da jeder Baum sehr gut. Ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass als ich 2016 diese Idee hatte, dass daraus eine so große Aufgabe tatsächlich entstehen würde, und nicht nur eine Aufgabe für mich, sondern dass sich Menschen in ganz Deutschland auch zusammenfinden, die begeistert waren von dem ganzen Projekt. Es entstand ein Verein, der heute mit sehr viel Herzblut und mit sehr viel Liebe von allen Menschen betrieben wird. Und mittlerweile hat auch der Verein Trees of Memory e.V. eben auch wirklich sehr viel erreicht, hat Patenschaften auf die Beine gestellt, das heißt Hinterbliebene von einem Suizid können eben Paten an die Seite gestellt bekommen, die ihnen durch das erste Drama, durch die ersten Wochen und Monate helfen, ja, und eben mit ihrem eigenen Wissen und den persönlichen Erfahrungen, etwas, was gerade vor 38 Jahren ganz sicher nicht der Fall war. Damals gab es vermutlich kaum jemanden, an den man sich hat wenden können, und das will der Verein natürlich auch aufheben und damit auch tatsächlich Hilfeleistung geben. Und gleichzeitig hat man sich auch zur Aufgabe oder die Aufgabe dann auch angenommen, auch Suizidprävention eben durch Aufklärung zu betreiben. Und auch das soll eigentlich jeder einzelne Baum präsentieren. Deshalb bin ich wirklich der Stadt und der Gemeinde Lüneburg sehr zum Dank verpflichtet, dass sie das auch möglich gemacht haben und auch dieses Zeichen hier setzen und auch damit ein Zeichen der Wertschätzung setzen werden. Aber ganz gleich, was wir getan haben oder was wir eben auch tun werden, ich glaube ja immer daran, dass wir alle letztendlich reine Seelen sind, die weder geboren noch gestorben sind, ja, die auch getrennt hier von unserem Körper existieren, und wir sind so ein bisschen die Marionetten, die durch gute und die durch schlechte Zeiten gehen müssen, aber tatsächlich glaube ich wirklich daran, dass es einfach nur unser Körper ist, der durch das ganze Leid und durch den Schmerz durch muss, und dass wir deshalb auch nie eine Verbindung zu den Menschen verlieren, die wir einfach lieben, weil wir immer in irgendeiner Form da draußen existieren. Ein Zirkelbaum symbolisiert ja bei den Kelten ein Baum der Zuversicht, ja, und deshalb passt er hier jetzt auch gerade nach dieser langen Zeit, passt er sehr gut hier an diese Stelle, und ich wünsche mir natürlich auch, dass du jetzt auch die Zuversicht spürst und letztendlich auch die Verbindung der Bäume, die ich als grünes Band der Liebe um die Erde knüpfen möchte, und dass du da auch negative Erinnerungen ablegen kannst und es einfach auch ein Neubeginn ist, und ich hoffe, dass in Zukunft du Heike hier auch ein bisschen spüren kannst, dass du ihre Anwesenheit spüren kannst und dass vielleicht das Rascheln der Blätter durch den Wind auch ein bisschen ihr Lächeln zu dir hinübertragen wird und die Gewissheit, dass am Ende alles gut wird. Das Team. Danke. Sehr schön, sehr gerne, von ganzem Herzen. Ja, dann.